Habe die Ehre und schön, dass du wieder zuschaust. In diesem Video geht es darum, wie du mit deinen alten Dingen aufräumst. Diese Informationen, diese Tipps, die ich dir geben werde, sind sozusagen die Fortsetzung von meinem vorhergehenden Video zum Thema Geschichte, zu deinen Vorfahren, zu deinen Wurzeln. Jetzt geht es darum, eher um die physischen Dinge, um die Energien, die du in deinem Leben erhältst, die dich an Erfahrungen festklammern, die dich anheften und dich sozusagen als Gewicht, als Bleikugel, wie so ein Gefangener zurückhalten, vorwärts zu gehen. Mein Name ist Martin Zimmermann, ich bin Business Life Coach und wenn du weiterhin von mir Videos empfangen wirst, dann abonniere gerne meinen Kanal, setze ein Like unter mein Video, schreibe doch mal gerne ins Kommentarfeld, was du sonst noch für Themen hast, über die ich sprechen darf, die dich beschäftigen, wo du nicht weiterkommst vielleicht und wo ich gerne Tipps dazu finden würde. Tja, wenn du diese Situation kennst, dass du nach vorne gehen willst, du hast Ziele, die Vorhaben, die du realisieren willst in deinem Leben, du hast dir gewisse Vorstellungen, wie dein Leben in Zukunft ausschauen soll. Und wenn du diese Schritte machst, wenn du Informationen erhältst, wenn du Bücher liest, egal was für Dinge du unternimmst, es geht einfach nicht nach vorne, es hält dich irgendwas zurück, du schaffst es einfach nicht, die Sachen umzusetzen, von denen du eigentlich weißt, dass sie erstens, dass sie funktionieren, dass sie die richtigen für dich sind. Aber trotzdem ist da in dir irgendwas drin, was dich zurückhält, was dich festklammert an sich. Dann kann es damit zusammenhängen, dass es Energien sind, dass es Dinge sind, dass es Erfahrungen sind, mit denen du noch nicht ganz im Reinen bist, wo du noch nicht damit Frieden geschlossen hast und die du noch nicht loslassen konntest. Für mich einer der wichtigsten Teile, einer der wichtigsten Aufgaben, die ich realisieren konnte und die ich dir auch wirklich zu Herzen lege und mir oder dir von Herzen empfehle, ist, dass du dich damit befasst, was ist noch in deinem Haushalt, was ist noch in deinem Besitz, was dich ja an alte, vielleicht unangenehme Erinnerungen, unangenehme Lebenssituationen, negative Gefühle, negative Emotionen ja, erinnert und auch was dich fühlen lässt, dass da noch was nicht da, was noch da ist, was dich runterzieht, wenn du es anschaust, wenn du es in die Hand nimmst. Also geht es wirklich darum, mit gezielt, bewusst und für dich alleine in deiner vollen Eigenverantwortung, sprich fragestellend an deinen Kleiderschrank zu gehen, an deine Haushaltsgeräte zu gehen, an alles, was in deinem Haushalt, in deiner Umgebung, in deinem energetischen Umfeld sich befindet. Darfst dich sehen wie so ein Planet und alles, was in diesem Orbit ist, ja, in der Anziehung dieses Planeten, in der Gravitation dieses Planeten, was Energien sind, die nicht wirklich zu dir gehören. Die darfst du loslassen, die darfst du erstmal identifizieren und dich fragen, was ist es eigentlich? Brauche ich das noch? Warum habe ich die? Und wie kann ich sie auch wieder loswerden? Ein Beispiel, ein konkretes. Du hast ein Geschenk bekommen von vom Ex-Partner, von Ex-Partnerin. Und mit dieser Beziehung, die Beziehung war eine schmerzhafte. Hat oder ist an schmerzhafte Erinnerungen geknüpft oder verbindest du auch mit sehr unangenehmen Erfahrungen. Daher ist die Frage, auch wenn es ein wertvoller Gegenstand ist, wenn es ein nützlicher Gegenstand ist, macht es Sinn, ihn noch weiter zu behalten, weil die Energien, die in diesem Gegenstand gespeichert sind, die wirst du immer wieder spüren und Erinnerungen, Emotionen werden aufkommen, wenn du diesen Gegenstand in der Hand hältst, wenn du ihn anschaust. Daher die Frage, was machst du damit? Ist es wirklich nützlich für dich, für deine Weiterentwicklung, dass du diesen Gegenstand behältst? Und auch wenn es eine Uhr zum Beispiel, bei mich ich hatte schöne Uhren bekommen als Geschenk, als Geburtstagsgeschenke, brauche ich diese Uhren noch, wenn ich schon zig andere Uhren habe? Oder kann ich sie eher weiter veräußern, dafür Geld bekommen? Oder nicht unbedingt Geldenergie, sondern auch jemanden anderen eine Freude machen, der sich keine Uhr leisten kann. Aber zumindest geht es für mich darum, diese Energie loszuwerden, diesen Gegenstand loszuwerden, der mir nichts mehr bringt, der nur eine Last eigentlich darstellt oder Staub fängt.
Was tue ich damit? Wie kann ich damit umgehen, dass ich damit im Reinen bin, dass ich Frieden schließen kann, diesen Gegenstand loszuwerden und für mich wieder in meine Energie zu kommen, in deine Energie zu kommen, dass du wirklich maximal viele Dinge hast in deinem Leben, die dir gut tun. Und dazu gehören eben auch Dinge, die nicht zu dir passen, die nicht mehr zu deinem Lebensweg passen, die nicht mehr zu deiner Zukunft passen. Das heißt nicht, dass du mit deiner Vergangenheit abschließen sollst und sie vergessen sollst, sondern nur, dass du dir sagst, gewisse Dinge brauche ich nicht mehr, gewisse Dinge haben nichts mit mir zu tun, die gehören zu jemand anderem, die brauche ich nicht mehr. Und die Erfahrungen sind immer da, die Erinnerungen bleiben immer da, die kannst du auch nicht loswerden, mit denen darfst du nur ja, Freundschaft schließen, die darfst du akzeptieren, die darfst du loslassen, wenn nötig. Allerdings, was Gegenstände betrifft, da schlage ich dir vor, das ist mein Tipp hier in diesem Video. Stell dir wirklich bewusst die Frage, warum hast du diesen Gegenstand be bekommen? Was für Gefühle, was für Emotionen kommen da in dir auf, wenn du diesen Gegenstand anschaust, wenn du mit ihm Kontakt aufnimmst? Und wie kannst du ihn verwenden oder wie kannst du ihn weitergeben, dass es für dich in Ordnung ist, dass es sich für dich gut anfühlt, dass du für dich das meiste daraus ziehst? Allerdings darf es niemals mit negativer Energie oder negativen Emotionen behaftet sein, weil das dich definitiv in deiner Weiterentwicklung, in deinem zukünftigen Leben, für deine Zukunft behindern wird. Wenn dir dieses Video geholfen hat, dann hinterlasse mir doch gerne ein Like, lass mir ein Abonnement, würde mich sehr freuen, Kommentare, schick's weiter an Leute, die auch die Probleme haben, aufzuräumen, die Probleme haben, ihr Haus in Ordnung zu bekommen, die auch zu sehr in der Vergangenheit gefangen sind und sich auch keine aktuelle Lebensfreude verspüren, weil sie zu sehr in ihren Gedanken an Dinge in ihrem früheren Leben, in ihrer Jugend, gefangen sind, dann leite es doch gerne weiter. Und ich freue mich, dass du zugeschaut hast und danke für deine Zeit. Noch viel Erfolg bei allem und bis zum nächsten Mal. Ciao.